Ja, hey, willkommen, mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Wir gehen jetzt mal schnurstracks dahin, wo wir zeitlich nicht mehr geschafft haben, im letzten Part hinzugehen. Ja, wir haben in der letzten Folge da oben die Ruinen besucht, aber dann waren da so zwei Clowns, die hat in die Luft jagen wollten und Rain hat es dann beinahe in die Luft gejagt und dann hat es Leute aber noch aufhalten können. Und wir sind jetzt immer noch hier, die Stadt zu erkunden und ich hoffe wirklich, wir sind hier richtig. Wenn jetzt nicht in einem dieser Häuser hier die Story vorangetrieben wird, dann, oh Gott sei Dank, dann haben wir ein Problem. Ihr seid die Touristen von eben. Ich bin Wissenschaftlerin. Egal, raus hier. Harley, hör auf damit, das ist mein Haus. Ich weiß, dass ihr diejenigen seid, die Harley und meinen Bruder von ihrem Vorhaben abgehalten haben. Ich danke euch. Ich weiß nicht, ob abgehalten haben das richtige Wort ist. Sie sind uns in die Quere gekommen. Es ist mir egal, wie du es nennst. Der Punkt ist doch, dass die Leute dieser Stadt darunter leiden würden, wenn die Ruine zerstört wäre. Aber so wie die Dinge jetzt stehen, wirst du geopfert werden. Geopfert? Es handelt sich um ein Ritual zu Ehren des Elementargeistes des Windes. Aisha wird dafür auserwählt. Ursprünglich bestand das Ritual nur aus einem Tanz auf der Plattform, aber... Dieser Idiot pfuscht während seiner Forschung am Siegel herum und brach es. Dadurch erwachte der Elementargeist des Windes und verlangt jetzt Opfer. Das Siegel? Du meinst... Was? Das Siegel? Ja, wenn auch hier in der Ballergruftmine... Wenn auch ihr die Ballergruftmine erforscht, müsst ihr doch den Altar kennen, der das zur Ehren des Elementargeistes des Windes errichtet wurde. Das Siegel existiert wirklich, wie in der alten Sagen beschrieben. Willst du damit andeuten, dass die Säulenhieroglyphen von Balakruf nicht nur ein Märchen sind? Es hört sich nicht so an, als sei das das Siegel, das wir suchen. Rain, vergisst du dabei nicht den eigentlichen Zweck unserer Reise? Nun, es ist okay, schließlich liegt es nicht völlig abseits unseres Weges. Ja, auf der Rückseite der Plattform befindet sich eine kleine Einkerbung und... Schluss jetzt, Aisha wird ja heute Abend zum Elementargeist des Windes geopfert. Raus hier! Wieder rein. Hi, ich bin wieder hier. Ihr seid immer noch hier. Ich sagte doch, ihr solltet verschwinden. Bitch, please. I go wherever I want. So, jetzt haben wir wieder Eindeutungen bekommen, was wir machen müssen. Und ja, nehmen wir an, wir müssen zu diesem Altar, wo wir nicht weiterkommen konnten, hingehen. Oder wir müssen da, wo der jetzt gesagt hat, auf der Rückseite der Ruine. Ich kann es nicht fassen, dass die Vase von Madame zerbrochen habe. Das werde ich bestimmt das nächste Opfer für das Tanzritual. Was soll ich bloß tun? Also tägliches Opfer oder was? Ah, auf dem Tellerrand liegt Staub. So, warte mal hier. So, wer hat deine Vase zerbrochen? Ich weiß es. Jugend heutzutage wird sich wirklich unmöglich. Das kenne ich. That's true, my brother. I mean, my sister. Okay, gucken wir mal trotzdem zur auf der Synopse. Altar der Opferung. Im Zentrum der Stadt findet sich ein großer Stein. Die Beine der Plattform zurückgekommen und erzählen ihnen, dass der Geist des Bindes am Leben weg und noch eine Opfergabe verlangt. Richtung, okay, in welche Richtung weitergehen. So, sagt sie, der Wind ist in Asgard, die Stadt der Ruinen befindet. Warte mal, was? Ich schätze mal, wir müssen entweder hier oder da diesen, was? Ich schon sagen. Entweder hier, ein jetzt hier das Ziegel oder ich kann dich nicht ansprechen, was? Hey, geh weg, sonst finden sie mich. Okay, warte mal. Ich weiß, ich zünd das Haus an. Dann wissen sie nie im Leben, dass du hier bist. So, dann gehen wir entweder da mal bei der Plattform nachgucken oder diesen Altar, wo wir nichts machen konnten. Der hat da gesagt jetzt. Irgendwie dahinter soll irgendwie eine Einkerbung sein oder irgendwie sowas. Also entweder hier oder da hinten. Ich weiß jetzt nicht, was der mit dem Siegel meinte. Entweder das hier oder... Ihr seid diejenigen, die auf der Plattform waren. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich bitte um die Erlaubnis, diese Ruinen untersuchen zu dürfen. Es gibt bereits einen Idioten wie sie in dieser Stadt.
Dank ihm steht der Tourismus in der Stadt vor dem Kollaps. Ich sage nein. Von reden Sie? Wenn ihr es wissen wollt, fragt Lena. Wenn Sie von dem Opferritual sprechen, wir haben bereits davon gehört, dann solltet ihr verstehen. Wir können niemandem erlauben, die Plattform zu betreten und es zu riskieren, den Zorn des Elementargeistes auf uns zu ziehen. Die Einzige, die in dieser Phase die Plattform betreten darf, ist die Tänzerin. Dann werde ich die Tänzerin sein. Ist es dann in Ordnung, wenn ich die Plattform betrete? Ja? Professor! Gemäß dem Buch der Erneuerung sollte dies das nächste Siegel sein. Wenn der Elementargeist sich zeigt, werden wir mehr wissen. Das Opfer der Elementargeist verlangt können... Dass der Elementargeist verlangt, können sogar die Auserwählte sein. Ich verstehe, das ist unsere Professor Rain. Sie wollen doch nur die Ruinen vor Ort erforschen, oder? Ey, du sollst lernen, deinen Mund zu halten, Lloyd. Bitte, Bürgermeister. Wie Sie wollen, ich werde nicht die Verantwortung für Ihr Leben übernehmen. Es ist nicht fair, dass du meinen Platz einnehmen musst. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Rain, bist du sicher, dass alles glatt gehen wird? Ja, ich sollte mich jetzt umziehen. Wärt ihr so freundlich? Okay. Nach der Musik kommt mir bekannt vor. Okay, Zeug passiert. Gut. Wir machen Fortschritte. Ich will das Mädchen. Es ist nicht... Nein, Professor. Es ist eine bösartige Kreatur. Das ist der Hüter des Siegels. Das sieht doch irgendwie nicht so aus. Ich bin der Elementargeist. Winddämon. Aus irgendeinem Grund kann Raynor weiterkämpfen. Okay. Na komm her. Muss ich eigentlich locker kaputt hauen. Oh, sie hat die Klamotten noch an. Okay, macht Sinn, ne? Verdammt, was muss ich noch machen? Warum konnte ich denn keine Dingens einsetzen? Komm her. Verdammt, ich vergesse mal, der hat doch Magie. Mein Gott, da gibt's doch nicht. Ich muss mal geil werden, danke. Mein Gott, wieso bin ich denn so schnell kaputt? Ich will irgendjemand heilen, danke. Ja, die Hälfte haben wir abgezogen, das muss. Mal aufhören. Während ich abwehre, weiter anzugreifen, muss auch irgendwo mal sicher sein, ey. Alter. Zum Glück bekommen die anderen irgendwie gar keinen Schaden, ne? Okay, Gen ist ja keine MP mehr. MP, Mana. Oder TP. Komme ich darauf? Ich bin am Angreifen, ne? Und er ist ihm scheißegal. Da kommt doch nicht richtig. Jawohl. Anfang an keine Chance. Karte von Balakro. Okay. Eieiei. Fantastisch. Sie sind toll, Rain. Es war kein ernstzunehmender Gegner. Ich der ist aber die Steintafel, die du bekommen hast. Karte von Balakov. In diesen Steintafel sind alte Schriftzeichen eingraviert. Wir müssen sie sofort entziffern. Ich habe die notwendigen Materialien bei mir zu Hause. Ja, lass uns gehen. Ich danke euch vielmals. Dieses Ding war nicht der Elementargeist des Windes, oder?
Ich wette, Rain und Dinara werden herausfinden, was es wirklich war. Ja, diese Rain ist immerhin eine Halbelfe. Du kannst dich auf ihre Wissen verlassen. Nein, das stimmt nicht. Rain ist eine Elfe. Ich bin auch ein Elf. Was? Du glaubst doch nicht, dass ich meine eigene... Ah ja, ich schätze, ich habe mich geirrt. Ich glaube, ihr beiden seid reine Elfen. Ich habe wohl nicht richtig hingeschaut. Wir sollten uns auch etwas ausruhen. Ich bin erschöpft. Hast du überhaupt gekämpft? Du hast doch gar nicht gekämpft, du Blödmann! Er war doch gar nicht am Kampf beteiligt. Professor Rain ist anscheinend noch nicht zurück. Ist das dein Ernst? Sie fuhr mit Nina in Untersuchung durch. Wir sollten sie rufen. In Ordnung. Okay. Dann haben wir ein neues bekommen an Items. Ein Talisman. 5%, ja. Wen könnten wir das denn geben? Damit der auch wie ein Frontline ist, ne? Mal so und wie bekommst du ja? Nur da mehr anderes auf. So. Geil, sind wir gut. Also jetzt hat Kostüm hier noch. Da wäre ja geil. Mach schon mal ein Kostüm. Stimmt, bei den früheren Tales of spielen konntest du ihn nur so freischalten. Du musst es nicht extra downloaden. Macht Sinn, ne? Damals gab es noch keinen Online-Shop. Gutes Timing. Ich bin eben mit den Entzifferungen fertig geworden. Professor Rain ist unglaublich. Sie hat die komplexe Schriftzeichen vom Balakuf in kürzester Zeit entziffert. Hey, Rain hat seit... Rain hat seit eben einen neuen Fan. Die Frau ist echt eine gute Partie, oder? Warum? Es scheint, dass das Monster die Ursache für das Unglück war. Ist das alte Balakuf-Imperium erhalte. Offenbar benutzte der Beschwörer zu jener Zeit die Sylph, die Elementargeister des Windes, um es für immer zu versiegeln und errichtete danach diese Plattform, um dort das Unheil zu verschließen. Für den Fall, dass das Monster wieder erwacht, hinterließ er diese Karte. Die Menschen sollten so in der Lage sein, die Elementargeister des Windes zu finden. Nach vielen Jahren schließlich hielten die Menschen das Monster für den Elementargeist des Windes. Du weißt also, wo sich die Elementargeister des Windes aufhalten? Natürlich, die Elementargeister sind dort, wo sich das nächste Siegel befindet. Wow, ich frage mich, wie diese Elementargeister aussehen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Jetzt können wir am Ende doch noch die Welt erneuern. Die Welt erneuern? Wo ich jetzt darüber nachdenke. Warum seid ihr überhaupt in die Stadt gekommen? Ihr seht nicht aus wie normale Reisende oder Touristen. Nun, da wir uns nächstes Ziel kennen, sollten wir uns nun auf den Weg machen. Ja, wahrscheinlich befindet sich das Siegel im Balakuf-Mausoleum. Okay, lass uns gehen. Passt auf mich auf. Wohin hast du der Gruppe angeschlossen? Karte vom Balakuf erhalten. So, du hast nicht zufällig mit Kostüm jetzt, ne? Okay. Na gut, dann weiß nicht. Zum Balakuf-Ruine Mausoleum soll mal gehen. Lass das mir. とんだ風のせいだったな。でもおかげで本当の封印の場所が分かったんだからいいよね。そうだな。次の封印はどんなところだろうな。ちょっと怖い気もするけど、ロイドがいるから大丈夫だよね。おう、俺に任しとけ。 Na gut, Frage ist nur, wo ist das Balakuf-Mausoleum jetzt? Das wäre meine nächste Frage. Warte mal, was ist da überhaupt? War ich da schon mal? Ja, da war ich schon mal, glaube ich. Okay. Jetzt hat da diese Ruine, wo wir nicht weiter wussten. Ja, warte mal. Da oben. Ich komme irgendwie nicht mit den Dings, ist ja klar. Ball auf dem Mausoleum, mein Gott. Ist
es ist da, wo wir in den letzten Folgen waren. Ja, ich hätte gern wieder ein Dingens, ein heiliges Licht. Ich weiß, ich brauche Training wahrscheinlich, aber so, es ist da jetzt, wo wir letztes Mal nicht weiterkommen sind. Gut. Dann müssen wir jetzt da eigentlich weiterkommen können. Okay, cool. Ist ja wirklich so viel schneller. Ich finde das irgendwie nicht so. Ach, wir können hier auch noch weiter. Okay. Wir kommen voran. Die Story wird vorangetrieben. Es ist genial. Ich glaube, man nicht sinnlos durch die Gegend, weiß nicht, wo ich hin muss. Gut. Ich freue mich. Ich frage mich nur, warum sie hat Kostüm nicht jetzt behalten hat. Ja. Ja. Ballerkopf-Mausoleum. Lauf die Treppe hinauf und biete die Karte dem Altar. Ja, Professor. Okay. War schon ein Name, ne? Ja, aber nicht von uns. Scheint auf die Karte vom Ballerkopf zu reagieren. Bams. Das ist ein Orakelstein. Genau, wie sie sagt, genau wie wir dachten. Das ist ein Siegel. Also dann, ich werde meine Hand darauf legen. Beeilen wir uns und gehen hinein. Ist irgendwo ein Speicherpunkt? Oh, das ist echt cool. Ich fühle mich wie ein Forscher. So enthusiastisch bist du am Anfang immer. Ich kann den Wind hören. Okay, ach, wir haben noch. Ah, da kommen wir so. Wow, was zum. Da gehe ich lieber nicht durch. Ah, jetzt so ein Ding wieder. Speichersiegel brechen. Ja. Ach, das geht durch den Wind wieder aus, ne? Das ist so dunkel. Speicher mal lieber hier, weil. Schon ein bisschen näher, seit ich gespeichert habe. Und ich möchte hier nichts riskieren. Na, ist hier wieder so ein Kackding. Ja, so ein Monster. Reißzahn. So, ich muss den Wind irgendwie abstellen. Aber ich habe so das Gefühl, da links kann man einfach nicht so durchspazieren, dass sieht aus wie eine Falle. Aha. Soll ich denn da durchkommen? Dann geh mal mit mir durch. Ist klar. Das kann ich auch nicht anmachen, ne? Warum nicht? Oh. Die werden gar nicht ausgelöst, die Kämpfe. Okay. Oh, warte. Aua. Ich habe keine Heilerin dabei. Verdammt. Sonic Sword. What? Ja, warte, mach ich gleich. Ich würde mal gerne, dass irgendjemand die Dinger analysiert. Wir haben schon ganz schön viel AP. Und ich habe ja einen Heiler noch. Jetzt sollte ich mal Kranz und Lloyd beide im Team haben. Mache ich irgendwie selten. So, ich möchte gerne Lloyd steuern. Und anstatt Gennis hätte ich gerne Rain. So, hier, das an. Was die blaue Prinzessin des Windes schützt. Er streckt sich vom Thron der Götter bis zur reichenden Erde. Weilt in der Stille der Erde und schaut die Macht der Götter. Okay. Cool Story. Den. Ja, mach das mal an und mach das mal an. Ah. Din. Meine ich das gleiche Geräusch wie von Dingens? Warte mal, sieht so aus, als könnte ich
überhaupt machen mit denen? Schau dich mal kaputt. So, weiß diese Fähigkeit. Sonic Sword Rain. Zähle Schläge mit einem mächtigen Schlag zum Abschluss. Oh, cool. Ah. Kämpfe werden aber irgendwie nicht leichter, als so cool. Ja, wie stark ich bin. Na komm. Bin kaputt. Ist doch nicht verreck. Ja, und dann sind sie sofort kaputt. Ah, hier, warte mal hier. Der große König von Balakruf. Cleo, der Ritter, starb und wurde als König des Windes wiedergeboren. Der König reist durch die Himmel zusammen mit dem Elementargeist. Gestern, heute und morgen. Okay. Was ist das hier? Funktion des Mana-Rings hat sich geändert. Der Mannring benimmt sich seltsam. Ich glaube, er produziert Wind. Obwohl das wohl gut ist. Okay. Wind. Wofür kann ich Wind gebrauchen? Auszumachen. Wozu sollte ich das machen? Also, vielleicht muss ich die alle irgendwie ausmachen. Oder ich muss sie alle anmachen. Also. Da schon wieder. So, ich habe so ein Gefühl. Ah. Ein Eisenschutz und ein Naturband. Ist da eigentlich schon. Oh, mein Gott. Ja, dazu waren sie auch schlechter. Ich kann nicht mehr wegmachen. Okay, dann ist das muss ja richtig sein. Ja. Ah. Pelz gefunden. Ich hätte gerne schwarzes Metall. Da war doch nett. Sobald der Wind ausgegangen. Okay, dann mache ich erstmal überall die Fackeln an. Was vor dem Thron der Götter dargebracht wird, von der Macht der Götter, gebiert die reiche Erde und die Stille der Erde. Erreicht schließlich der blaue Prinzin des Windes, so als würde man den Körper des Riesen im Sinne der Zeit bereisen. Okay. Ich lese auch mal einfach alles, wird schon richtig sein. So. Das wäre überall der Wind aus. Was ist noch so ein Ding? Verdammt! Oh! Los, mach irgendwas. Verdammt, hat sich gemacht. Ja! Mein Gott, meine TP schon wieder. So, aber nachdem, wie schnell du die TP regenerieren kannst, in den späteren Tales aufteilen. Und jetzt halt so schwer. Also späteren Tales aufteilen. Ich kann nur einen späteren Tales aufteilen mit TP und als Tales zu ja. Jo. So, ich habe jetzt mal noch getroffen. Das heilige Siegel preist den König. Fließt vom Thron der Götter zur reichen Erde. Bewegt sich von der Macht der Götter zur stillen der Erde. Und wenn im Zentrum der Welt die blaue Prinzessin des Friedens geboren wird, wird das heilige Siegel seine Vollendung finden. Also für eine Anspielung auf. Wow, das war knapp. Au, au. Aua. Ach, hier ist der Wind noch an.
Oh, ich kann da gar nicht durch. Aua. Na gut. Dann speichern wir mal. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.